Guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler, und willkommen in unserem virtuellen Kursraum für Deutsch. Unser heutiges Thema sind Jugendliche im deutschsprachigen Raum. Also, los geht's! Nach dieser Videolektion könnt ihr den deutschsprachigen Raum nennen, typische jugendliche Hobbys nennen, über eigene Freizeitgestaltung sprechen, einem Lesetext Informationen entnehmen, einige deutsche Städte auf der Karte finden, Jugendsprache von der Standardsprache unterscheiden, euch per WhatsApp in der Jugendsprache verabreden, einen Kommentar verfassen und veröffentlichen. Für diese Videolektion braucht ihr ein Papier oder ein Heft zum Schreiben, einen Bleistift oder Kugelschreiber, den Internetanschluss, also das Handy, Computer oder Tablet. Und was wichtig ist, in jedem Moment könnt ihr eine Pause machen, besonders dann, wenn ihr folgendes Bildchen hier mit der Pause seht. Unser Thema sind Jugendliche im deutschsprachigen Raum. Zuerst sollen wir diesen Begriff deutschsprachiger Raum definieren. Deutschsprachiger Raum sind eigentlich alle Länder, wo Deutsch als Standardsprache gesprochen wird. Zu diesen Ländern zählt Deutschland und Deutschland hat das internationale Kfz-Kennzeichen D. Dann Österreich und Österreich hat das internationale Kfz-Kennzeichen A. Dann die Schweiz hat das internationale Kfz-Kennzeichen CH, was von dem lateinisch-neutralen Namen für die Schweiz kommt, Confederatio Helvetica. Dann Liechtenstein, und Liechtenstein ist ein Fürstentum, Knechewina, deswegen das internationale Kfz-Kennzeichen FL. Und auch Luxemburg mit dem internationalen Kfz-Kennzeichen L. Also von den internationalen Kfz-Kennzeichen für die Länder haben diese Länder auch den Namen Dachländer. D. Deutschland, A. Österreich, CH. Die Schweiz oder L. Luxemburg oder auch Liechtenstein. Das Kfz-Kennzeichen heißt auf Kroatisch eigentlich Registerska Oznaka Motornog Vozila. Schreibt jetzt bitte die Namen der Länder im deutschsprachigen Raum und ihre Kfz-Kennzeichen in eure Hefte auf. Wenn wir über das Thema Jugendliche im deutschsprachigen Raum sprechen, aber nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern überall in der Welt, kommt auch Freizeit als ein wichtiges Thema vor. Nämlich die Fragen, die wir jetzt besprechen wollen, sind: Wann haben Jugendliche Freizeit? Also wann habt ihr Freizeit? Wo verbringt ihr eure Freizeit? Was macht ihr, wenn ihr Freizeit habt? Und mit wem verbringt ihr eure Freizeit? Pausiert jetzt bitte diese Videoaufnahme und versucht Antworten auf folgende Fragen zu finden. So, wenn ihr die Antworten habt, können wir uns anschauen, was die Möglichkeiten für die Antworten auf diese Fragen sind. Auf die Frage, wann hat man Freizeit, kann man antworten, zum Beispiel am Schultag oder am Wochenende. In den Ferien hat man bestimmt viel Freizeit. Am Morgen oder am Abend. Auf die Frage, wo verbringt man Freizeit, wo Jugendliche ihre Freizeit verbringen, kann die Antwort sein, zum Beispiel zu Hause bei einem Freund, einer Freundin, im Kino, im Jugendzentrum, also in einem Ort, wo sich Jugendliche in Deutschland oft treffen, oder in einem Café.
Auf die Frage, was machen Jugendliche in ihrer Freizeit, kann die Antwort sein: Sie spielen ein Instrument oder Jugendliche treiben Sport oder Jugendliche treffen sich gern mit Freunden oder gehen zum Training, lesen Bücher, surfen im Internet und so weiter. Auf die Frage, mit wem verbringen Jugendliche ihre Freizeit, kann die Antwort sein: Mit einem Freund, einer Freundin, mit den Eltern oder mit den Gleichaltrigen. Das Wort Gleichaltrige bedeutet Jugendliche, die genauso alt sind wie ich. Also wenn ich 15 Jahre alt bin, dann sind meine Gleichaltrige Jugendliche, die auch 15 Jahre alt sind. Wen oder was finden Jugendliche im deutschsprachigen Raum in ihrer Freizeit wichtig? Dazu habt ihr hier ein Suchrätsel und jetzt könnt ihr bitte diese Wiederaufnahme pausieren und sucht die Begriffe unter dem folgenden Link. Schreibt den Titel und die 10 Begriffe, die ihr im Suchrätsel findet, in eure Hefte auf. Hoffentlich war es nicht zu schwer, diese 10 Begriffe zu finden. Freunde, Sport, Bücher, Filme, Musik, Schule, Computer, Internet, Fernsehen und Smartphone. Seid ihr einverstanden, dass Jugendliche auch in Kroatien folgende Sachen in ihrer Freizeit wichtig finden? In dieser Verbindungsaufgabe findet ihr unterschiedliche Hobbys. Pausiert jetzt bitte diese Wiederaufnahme und löst diese Verbindungsaufgabe unter dem folgenden Link. Sicherlich konntet ihr folgende Hobbys finden: Skateboard fahren, Fußball, Handball, Volleyball und so weiter spielen, Bücher lesen, im Internet surfen, ins Kino gehen, sich mit Freunden treffen, Sport treiben, Musik hören, in einem Chor singen, auf Instagram sein, in einem Tanzverein tanzen, einen Fremdsprachenkurs besuchen, Computerspiele spielen und so weiter. Pausiert jetzt diese Videoaufnahme und schreibt 5 bis 7 Sätze mit euren Hobbys in eure Hefte auf. Zum Beispiel: Ich fahre Skateboard. Ihr habt einiges von dem Folgenden aufgeschrieben: Ich fahre gern Skateboard. Ich spiele Fußball, Handball oder Volleyball. Ich lese gern zum Beispiel SF-Bücher. Ich surfe auf dem Internet. Ich gehe gern ins Kino. Ich treffe mich gern mit Freunden. Ich treibe Sport. Ich höre Musik. Ich singe in einem Chor. Ich bin oft auf Instagram. Ich tanze in einem Tanzverein. Ich besuche einen Fremdsprachenkurs. Ich spiele oft Computerspiele und so weiter. Einige Jugendliche verbringen ihre Freizeit gerne alleine, die anderen aber nicht. Sie suchen Gesellschaft. Deswegen müssen sie sich verabreden. Verabreden sich heißt dogovoriti se s nekime da se nađete. Deswegen wollen wir sehen, wo sich Jugendliche verabreden können, wann sie sich verabreden, mit wem oder warum. Versucht jetzt, die Antworten auf diese 4 Fragen zu äußern. So, jetzt wenn ihr die Antworten habt, können wir mal sehen, was die Antworten sein können. Wo verabreden sich Jugendliche? Zum Beispiel an der Bushaltestelle, vor der Schule, im Jugendzentrum, in der Bäckerei. Wann verabreden sich Jugendliche? Vor dem Unterricht oder nach dem Unterricht?
am Wochenende, am Nachmittag, am Abend und so weiter. Mit wem verabreden sich Jugendliche? Mit dem Freund oder der Freundin, mit den Freunden, mit Gleichaltrigen, also mit Menschen, die im gleichen Alter sind wie man selbst. Und warum verabreden sich Jugendliche? Sie wollen unter Gleichaltrigen sein. Sie wollen sich unterhalten. Sie wollen Spaß haben. Sie wollen nicht alleine sein. Jetzt kommt ein Lesetext mit dem Titel Hast du Zeit? Sich verabreden auf uns zu. Pausiert jetzt bitte diese Videoaufnahme und lest den Text unter dem folgenden Link. Der Text befindet sich auf der Seite von Paschnet. Paschnet ist eine Plattform zum Deutschlernen. Da gibt es viele interessante Texte, Videos und Audios über deutsche, aber auch ausländische Jugendliche. Nachdem ihr den Text gelesen habt, könnt ihr jetzt Fragen zum Leseverstehen beantworten. Die Fragen könnt ihr auf dem folgenden Link beantworten. Pausiert jetzt wiederum die Videoaufnahme. Pausiert noch einmal die Videoaufnahme. Unter diesem Link gibt es eine Ergänzungsübung. Einige Begriffe werden euch angeboten und ihr wählt von den angebotenen Begriffen nur einen passenden Begriff aus. Im Text hast du Zeit, sich verabreden, denn ihr gelesen habt, und in den Fragen danach gibt es einige geografische Bezeichnungen, wie zum Beispiel die Stadt Hamburg. Versucht jetzt möglichst viele geografische Bezeichnungen unter dem folgenden Link auf der Karte zu finden. Pausiert dazu die Videoaufnahme. Im Text hast du Zeit, sich verabreden, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass im Text Jugendliche sprechen. Jugendsprache unterscheidet sich von der Standardsprache. So habt ihr wahrscheinlich gesehen, wie sich Robert geäußert hat. Er hat gesagt, Frühstücke und muss was für die Schule lesen und auch mein Zimmer aufräumen. In der Standardsprache würde das heißen, ich frühstücke und muss etwas für die Schule lesen. Und ich muss auch mein Zimmer aufräumen. Also, so heißt das in der Standardsprache. Das, was Robert gesagt hat, ist eigentlich Jugendsprache. Mal sehen, was die Merkmale der deutschen Jugendsprache sind. Also, wie wir in der Aussage von Robert gesehen haben, werden Subjekte oft ausgelassen. Das ist völlig untypisch für die Standardsprache Deutsch. Dann, Jugendliche benutzen typische jugendliche Wörter, wie zum Beispiel cool, voll, geil, prima und so weiter. Wenn es um Schriftsprache geht, benutzen sie viele Emojis oder Emoticons. E wird oft ausgelassen in der ersten Person Singular. Oder so wie Robert gesagt hat, ich hab, anstatt ich habe in der Standardsprache. Manchmal hat man auch andere untypische Wortfolge für die Standardsprache. Und so weiter. Die nächste Übung, die auf euch zukommt, ist folgende. Wir haben gesehen, wie Robert und Elias das sagen. Sie sagen das in der Jugendsprache. Aber wie lautet das in der Standardsprache? Versucht jetzt diese Sätze in der Standardsprache zu schreiben. Bestimmt habt ihr Folgendes herausgefunden. Also ich weiß nicht anstatt weiß nicht. Ich habe eigentlich keine Zeit anstatt hab eigentlich keine Zeit. Dann das gefällt mir oder es gefällt mir, anstatt nur gefällt mir. Und dann hier ein Emoticon. Sie sind beide weg,
anstatt sind beide weg. Haben voll Glück, die beiden. Also, die beiden haben Glück. Oder ich bin hier ausgestiegen, anstatt bin hier ausgestiegen. Jetzt seid ihr dran. Schickt einem Freund oder einer Freundin eine WhatsApp auf Deutsch und verabredet euch für heute Abend. Ihr wollt ins Kino gehen und einen neuen Film sehen. Benutzt dabei die Jugendsprache. Pausiert jetzt bitte diese Videoaufnahme und schreibt die WhatsApp. Auf dem folgenden Link sollt ihr euren Kommentar darüber schreiben, was ihr macht, wenn ihr keine Schule habt. Ihr könnt auch gerne Kommentare über die Freizeit von anderen Jugendlichen lesen. Alle veröffentlichten Kommentare sind anonym. Am Ende dieser Videolektion wollen wir noch sehen, was ihr konkret und wie ihr das gelernt habt. Benutzt dafür die Symbole rechts. Die Spalte mit dem linken, grünen Emoji wird angekreuzt, falls ihr das sehr gut machen könnt. Die mittlere Spalte, also die Spalte mit dem gelben Emoji, wird angekreuzt, falls ihr hier noch ein bisschen Übung braucht. Und die rechte Spalte, diese mit dem roten Emoji, wird angekreuzt, falls ihr hier noch viel Übung braucht. Also damit sind wir am Ende und ich wünsche euch noch einen schönen Tag heute und hoffe, dass ihr heute viele grüne Emojis hattet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!